Oh Gott, das ist ja weit weg. Ach, da hinten haben wir ja noch nie geguckt. Rechts dieser Strand. Da waren wir noch nie, oder? Da schien es aber weiter zu gehen, also. Mich interessiert der Strand aber gerade mehr. Ah, okay, es gibt also wirklich noch eine weite Map. Also die Tsurugasaki, der Tsurugasaki Surfstrand. Da wird das. Das Surfen fehlt ja auch noch, stimmt schon. Nein, Ludwig! Hey, ich heiße dich Ludwig. Ich bin grüner Tod. Mein erstes Fechtturnier habe ich in der Makuhari-Messe Halle B erlebt. Die Teilnehmer sahen cool aus. Es waren Lemmy und Shuichi. Shuichi, mein Zwillingsbruder und Marius Bruder. Shuichi. Ja. Die Makuhari-Messe ist eine der Austragungsstätten für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Wann wurde sie fertiggestellt? Wurde sie für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 gebaut? Dann würde ich sagen 2018. Wenn nicht, würde ich sagen 2002. Ja, okay. Das ist gut. Die Makuhari-Messe ist die erste große Messeanlage in Japan. 8 Jahre später wurde eine weitere große Halle, Halle B, hinzugefügt. 1989 übrigens. Alles klar, die offizielle Wettkampfsprache beim Fechten ist Französisch. Pierre! Pierre hat jemand gesagt in mein Pierre. Ich bewerte heute Kochkunst von Fechten. Wer Pierre ist, habe ich keine Ahnung. Aber die Makuhari-Messe wurde 1989 eröffnet. Es ist eine wirklich schöne Anlage. Man merkt gar nicht, dass sie schon über 30 Jahre alt ist. Hättest du mal zuerst mit dem sprechen müssen. Die Makuhari-Messe Halle B umfasst die internationalen Ausstellungshallen 19 und 11. Wichtig. Sehr wichtig ist auch, denn ich bin froh, dass ich nach Tokio gekommen bin. Es gibt hier außer den Olympischen Spielen noch viel mehr zu entdecken. Das ist wahr. Omo, ciao. Die Sportler haben mir für meine ehrenamtliche Hilfe gedankt, denn ich bin einfach der Beste. Ja, das glaube ich nicht, Omo, ciao, aber okay. Hehe. Luigi und Tails. Larry hat mir alles über euch erzählt. Wir kennen uns schon, Ludwig. Ihr habt ihm Kamex Paket geklaut. Mit dem Stoff. Dem Stoff! Ja. Aber das war nicht so. Wir haben niemanden bestohlen. Wir haben die Batterie im Wettkampf gewonnen und liefern sie jetzt nur aus. Und deswegen braucht ihr 1000 Jahre. Ihr wollt das Money für den Stoff. Das ist also die Jubelbatterie. Ich habe gehört, wenn man sie öffnet, findet man Stoff. Ah, schöner, weicher Stoff. Wie hier. Dieser Stoff hier auf dem Boden. Oh, ich war neugierig, worüber Larry so aufgebracht ist. Hey. Bye-bye. Die Batterie. Nein. Ja, gut gefangen, Wendy. Och nö, sie hatten das von Anfang an auf die Batterie abgesehen. Ja. Genau, wir wollten es für Larry zurückholen. Denn wir sind Bros. Und Bros before Hoes. Sie gehört schließlich ihm. Nein, das ist Eggman Negas. Eggman N. Luigi, du hast das böse Wort gesagt. Aber ich habe doch gesagt, dass wir sie ihm nicht weggenommen haben. Meine Fresse, wann versteht ihr es? Tails, nicht so auszahlen. Ich weiß, aber es regt mich auf. Wir behalten die Jubelbatterie. Es ist zu spät, um darüber zu verhandeln. Wenn es so wichtig ist, warum versuchst du dann nicht, sie zurückzubekommen? Oh, Wendy, das ist brillant. Das ist eine großartige Idee. Allerdings. Mir gefällt die Idee auch. Wer einen Wettkampf gewinnt, darf die Batterie als rechtmäßiger Besitzer behalten. Hat jemand meinen Namen gerufen? Ja, das machen wir. Ich war Luigi, der beste Number One. Ich habe lange genug gewartet. Lasst mich antreten. Nein, Moment, das ist nicht richtig. Ich hätte nichts dagegen, mir eine Goldmedaille und die Jubelbatterie zu sichern. Oh, du willst dich also mit mir in einen Wettkampf stellen? Das spricht beim aus. Hier findet Fechten statt. Wenn du glaubst, du hast eine Chance gegen mich, beweise ich dir gerne das Gegenteil. Ich, Ludwig von Fechthofen, bin der Beste im Fechten. Hä? Ist mir doch egal, wer mit mir auf die Bahn will. Die Jubelbatterie und die Goldmedaille gehören so oder so mir. Du bist ein komischer Vogel, aber ich mag deinen Elan. Ich fechte mit dir. Aber höre meine Worte und merk sie dir. Ich allein werde die Goldmedaille gewinnen. Hä? Glaubst auch nur du, ich hab die längere Nase.
Besiege Ludwig im Fechten-Einzelwettbewerb. Ja, okay, das kriege ich hin, oder? Jeder Zieltreffer bringt dir Punkte. Wer zuerst 10 Punkte erreicht, gewinnt. Neige hoch, um deine Waffe hochzuhalten und drücke A für einen hohen Angriff. Das gleiche auch für Runden, okay. Neige, um dich vorwärts zu bewegen und um dich zurückzuziehen. Neige kurz für einen schnellen Schritt in die jeweilige Richtung. Drücke B, um hoch zu parieren. Neige runter und drücke B, um tief zu parieren. Nach einer erfolgreichen Parade verliert der Gegner die Balance. Balance. Wenn die Superkraftanzeige voll ist, halte R gedrückt und drücke gleichzeitig A für einen Superstoß. Ein erfolgreicher Superstoß bringt dir 3 Punkte. Nebenbei vergewaltigst du anscheinend Amy dann. Während der Gegner durch eine Parade zurücktaumelt, drücke A, stell A für einen Gegenangriff. Okay. Hohe Angriffe werden automatisch geblockt, wenn du stillstehst oder dich mit erhobener Waffe zurückziehst. Senke die Waffe und ziehe dich zurück, um niedrige Angriffe zu blocken. Erzielt dein Gegner 7 Punkte oder mehr, werden deine Bewegungen und Angriffe durch einen Adrenalinschub schneller. Die Linien, die zu Beginn des Quettkampfes auf dem Boden erscheinen, zeigen dir die Reichweite deines Stoßes. Okay, gut zu wissen. Ich hoffe, ich hab's verstanden. Aber es war eigentlich nicht so kompliziert eigentlich, oder? Es war eigentlich nur A und B parieren. On guard! Das ist Französisch. Allez! Wurde es geowned? Oui, ich aber auch. Dieses Piepsgeräusch. Oh shit! Nein! Nein! Bye bye! Vergewaltigung! Und dann hat er den Adrenalinschub, okay. Oh nein! Ja, ich hab gewonnen, hä? Boom, boom. Okay, aber jetzt habe ich es verstanden, okay. Ja, ich sollte nicht zu sehr auf Blocken gehen, ich krieg das nicht hin. Ich gehe einfach auf Angriff, würde ich sagen. So, schnell zurück. Hoch angreifen. Angreifen. Oh nein, er hat abgeblockt. Ach Mann. Meine Fresse. Hör auf. Ja, Mann. Verreck. Verrack. Schnell weg, schnell weg. Ja, verkack doch endlich mal. Verkack! Heite! Haha, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Waluigi Number One! Ja, also, Fechten ist schon echt... Hui. Schon spannend. Schon spannend gewesen. Dum, 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 dum. Hä? Wer ist Number One? Sag, wer Number One ist. Nein, ich kann nicht glauben, dass ich gegen so einen schwachen Wart verloren habe. Du, wie konntest du nur gegen Waluigi verlieren? Und warum musste das gerade jetzt passieren? Hey, du hast gegen Silver verloren, habe ich gehört, hä? Ja, Mann, it's no use. It's no use, use, use. Wendy hat no use, hä? Ja, also. Du hast wirklich gegen Silver verloren? Ich will nicht darüber reden. Hä? Oh. Thank you. Ich habe meine Jubelbatterie wieder. Stufe Nummer 5. Ich nehme an, Surfen wird das nächste sein? Surfen oder Fußball? Was? Was ist mit der Batterie los? Was ist damit passiert? Diese Batterie wird durch das Jubeln und die Begeisterung der Zuschauer aufgeladen. Yes. Deshalb nehmen wir an Wettkämpfen an verschiedenen Orten teil. Wir wollen sie aufladen. Oh, Ike, das klingt ja nach Arbeit. So etwas Pflegebedürftiges möchte ich nicht haben. Ich bin der Grund, warum das große Ziel gewinnt. Bei Arbeit ist schrecklich. Na gut, ihr könnt die Batterie wieder zurückhaben. Ich hatte nicht erwartet, dass das so ein komisches Ding ist. Bye, bye. Ich verstehe jetzt nicht, was ihre Mission war, aber das ist super, Luigi. Die Batterie ist fast voll aufgeladen. Lass uns doch eine Wettkampfstätte suchen.
Er muss ja Fußball sein, oder? Zu surfen haben wir keinen Zugangspass, wahrscheinlich. Ich nehm's an. Ja, okay, und ich kann Ludwig im Fechten spielen. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt will, aber... So, die Quizfrage ist ja irgendwo hier. Ist sie versteckt? Wie nennt man beim Fechten den Bereich am Körper des Gegners, den man mit der Waffe treffen darf? Ich habe keine Ahnung, ich habe das sicher schon mal gehört. Ach, das hat wirklich... Ich dachte, das wäre ein französischer Begriff. Zielbereich, okay. Dieser unterscheidet sich je nach Disziplin. Beim Floret ist es der Torso. Beim Degen der gesamte Körper. Beim Säbel der Oberkörper. Beim Mannschaftswettbewerb im Fechten endet ein einzelnes Gefecht nach 3 Minuten oder wenn ein Fechter 5 Punkte erzielt hat. Wie viele Treffer muss ein Team insgesamt erzielen, um zu gewinnen? Ich nehme an 10. 45? Okay. Drei Fechter eines Teams fechten gegen je 3 Gegner. Es sieht das Team, das zuerst 45 Treffer erzielt oder am Ende die meisten Punkte hat. Also 45 ist ja viel. Wie viele von Bosa Schergen zeigen ihre Zähne? Also, das sind ja eine Menge. Aber als Buhus zeigen ihre Zähne, Ludwig zeigt seine Zähne. Ich würde schon mal sagen, so 15 Stück, oder? 5? Nee, warte mal. Also von Bosa Schergen finde ich eine sehr schlechte Frage. Weil unter Bosa Schergen verstehe ich alle Gegner. Wenn es nur die Cooperlinge sind, hätte ich auch nur die gezählt. So eine Naja-Frage. Er hätte fragen müssen, wie viele von Bosas Cooperlingen hätten das gemacht. So, wo geht's jetzt lang? Rechts nicht, oder? Definitiv nicht, oder? Nee. Ich glaube, dafür brauchen wir noch einen Zugangspass. Ich sagte, wir brauchen den Zugangspass. So, ich würde jetzt sagen, zurück zum Olympiastadion. Nee. Zum Kabukiza Theater. Da waren wir auch noch nicht, oder? Nein, das sagt mir gar nichts. Was ist dieses Kabuki-Ding? Ah, das Blaze. Oh nein, nicht schon wieder irgendwelche Roboter. Ich bin total von Kabuki begeistert. Ich möchte ein Kabuki-Schauspieler werden. Viele Besucher in Japan möchten Kabuki-Theater erleben, aber nicht für eine ganze Vorstellung bezahlen. Glücklicherweise gibt es Tickets für einzelne Szenen. Wie heißen diese? Takes. Keine Ahnung. Ja, genau. Definitiv. Mhm, ja, das hätte ich gewusst. Hitoma Kumiseki. Sitz für eine Szene. Mhm. Eine Kabuki-Vorstellung besteht aus mehreren Szenen. Und die Tickets für einzelne Szenen sind erschwinglich und unter Touristen beliebt. Okay. Sind die so teuer, oder? Was geht denn hier ab? Okay, ich habe vorher noch nie eine Kabuki-Vorstellung gesehen. Jetzt bekomme ich gar nicht genug davon. Ich habe mir im Kabuki-Saal Theater eine Maske als Souvenir gekauft. Ich sollte damit jemanden überraschen. Okay, und wen? Das Kabukiza Theater ist sehr beliebt. Die Tickets für die Vorstellungen sind immer schnell ausverkauft. Ja gut, okay, wenn es so beliebt ist, dann ja klar. Kabuki, was? Das will ich gerne mal sehen. Das Logo der Olympischen Spiele 2020. Hast du schon einmal das so ein Muster wie im Logo von Tokio 2020 gesehen? Es gibt wohl nur wenige Leute, die wissen, was es ist. Gehörst du dazu? Weißt du, wie man dieses Muster nennt? Nein. Sieht aus wie ein Stern. Eine Sonne in der Mitte. Aber keine Ahnung. Ah ja, genau. Hätte ich gewusst. Hätte ich definitiv gewusst, Kappa. Ichimatsu Mojo. Er stammt aus der sogenannten Edo-Periode Japans und wurde nach einem Kabuki-Darsteller benannt, der dieses Muster liebte. Okay, cool. Ciao, ciao. Na dann, Blaze, was geht hier ab? Tails? Ah, und Luigi. Tut mir leid, aber ich bin beschäftigt. Kann euer Anliegen nicht warten. Beschäftigt? Es sieht aber, sah so aus, als würdest du dir das Kabukiza Theater ansehen. Ich hatte gehofft, mir in den Pausen zwischen den Wettkämpfen eine Kabuki-Vorstellung ansehen zu können. Aber... Es sind Eggpawns im Weg. Diese übergroßen Aufziehmännchen versperren mir den Weg ins Kabukiza Theater. Ich kann sie nicht mit meinen Flammen loswerden oder das Kabukiza Theater in Gefahr zu bringen. Wie ärgerlich. Oh, darüber hast du also nachgedacht. Hey. It's no use. Habt ihr mal mich gerufen? Ich hab geused. Wie bitte? Einen Zugangspass für eine Wettkampfstätte? Wozu braucht ihr den denn? Ich hab einen, aber... Sicher, wenn du einen hast, würdest du ihn vielleicht uns überlassen? Hey. Wir würden auch die Eggpawns loswerden. In Ordnung, jetzt verstehe ich. Ja.
Blaze, wenn du uns deinen Zugangspass überlässt, vertreiben wir für dich diese Eggpons. Was? Was? Wirklich? Könnt ihr das tun, ohne das Kabukiza-Verräter zu gefährden? Ich meine, ich könnte sie auch einfach wegtreten, ohne meine Flammen zu benutzen, aber darüber reden wir nicht. Naja. Meinetwegen, wenn ihr die Eggpons loswerden könnt, bekommt ihr meinen Zugangspass. Hallo? Dieser Pass ist nicht leicht zu bekommen. Er ist für den Tsurigasaki-Surfstrand ziemlich weit weg von hier. Was? Surfen? Ja, surfen. Aber seid vorsichtig, ich möchte nicht, dass euch etwas zustößt. Sicher! Keine Sorge, wir haben schon an einigen Wettkämpfen teilgenommen und einige Siege eingeheimst. Wir werden diese robotisierten Nervensägen vertreiben und uns den Zugangspass verdienen. Sicher. Vertreibe die Eggpawns. Mit Tails wahrscheinlich. Tails? Also mit dem Bogen auf, darauf zu ziehen, finde ich ein bisschen gefährlich. Besiege mit deinem Bogen alle Eggpawns, bevor die Zeit abläuft. Ziele damit. Für schnellere Bewegung halte B, drücke A, um einen Pfeil zu schießen. Eggpawns können von deinen Pfeilen beschädigt werden. Sie werden aber mit jeder Welle widerstandsfähiger, okay. Triff einen Eggpawn mit einem Pfeil, kurz bevor er eine Stachelkugel wirft, damit er die Kugel nach oben wirft und sich selbst damit trifft. Okay. Wenn eine Stachelkugel auf dich zufliegt, schieße mit einem Pfeil darauf, um sie abzuwehren. Wenn du von einer Stachelkugel getroffen wirst, nimmst du Schaden. Wenn du dreimal getroffen wirst, ist das Spiel vorbei. Ja, wird schon gehen. Ich erledige das. Warum auch immer die Eggpawns da sind, aber... So, einfach auf die zielen. So, ich schieße den mal ab. 1A. So, am Anfang kann ich noch auf zielen. Irgendwann hören sie auf. Okay. So, du bist dran. Und du bist dran. Du bist dran. Und du bist dran. Wer zielt zuerst? Du. 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 Wer als nächstes? Ihr beiden gleichzeitig. Okay. Bye, bye. Wer als nächstes? Du. Ah, shit. Oh, ich hab getroffen. Wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Also man ist schon großzügig mit dem Treffen, muss man sagen. Du? Du? Wer noch? Du? Du? Und? Ferek! Ja, als letztes. Also als erstes meine ich. Dann du. 1A, 1A. Dina 4. Oh, scheiße, der hat mich erwischt. Also nicht erwischt, aber... Und abgeschossen mit meinem Bogen. Ich meine, das stimmt. Ja, Mann, Number One. Hey, das ist mein Spruch. Und meiner. Yes, na also, wenn ich etwas in die Hand nehme, ist der Erfolg garantiert. Das klingt, nicht gerade, ja. Oh. Tatsächlich, aus dir ist durch all eure Abenteuer ein wirklich ernstzunehmender Wettstreiter geworden. Na gut, hier ist der Pass, wie versprochen. Geht damit zum Tsurigasaki-Surfstrand. Tsurigasaki, yes, willkommen. Oh, danke. Oh, hey, Blaze, warum kommst du nicht mit uns mit? Ich wollte mir das Theater ansehen. Aber ich soll euch begleiten? Es ist immer schön, mehr Freunde dabei zu haben. Ja, klar. Na gut, dann werde ich tun, was ich kann, um Mario und Sonic zu helfen. Es heißt Sonic und Mario. Danke, Blaze. Dann lass uns schnell zum Tsurigasaki-Surfstrand gehen. Let's go. Ich hoffe, sie macht beim Surfen nicht mit, weil das würde gar keinen Sinn ergeben, weil sie uns surfen. Weil sie ist Feuer? Okay. Weil wir Shadow als Surfer sehen. Der wurde als Surfer im Intro angepriesen. Ich will das. So, die Quizfrage muss ja noch irgendwo sein. Ich habe sie schon gesehen. Was kann Blaze mit ihren Kräften kontrollieren? Feuer. Blaze ist eine Prinzessin aus einer anderen Dimension. Als Hüterin der Soul Emeralds hat sie die Macht, Feuer zu kontrollieren. So, ab zum Strand. Der ist ja wieder ein bisschen weiter weg, das stimmt. Oh. Ach so, man zeigt mir jetzt, wo der Strand ist. Ja, das ist ein bisschen weiterer Weg. Kann ja mal einen Schluck trinken. Ist sehr weit weg, ich weiß.
Na dann. Die letzte Herausforderung der Batterie. Wann auch immer Fußball dann kommt, ich weiß es nicht. Willst du beim Surfen zusehen? Der Tsurigasaki-Surfstrand ist ein ganzes Stück vom Tokio entfernt. Aber ich bin froh, dass ich hergekommen bin. Oh, ich sehe Rosalina. Die Olympischen Surfwettbewerbe finden an einem ganz besonderen Strand statt. Der offizielle Name lautet Tsurigasaki-Surfstrand. Doch er hat auch einen Spitznamen. Wie lautet dieser? Tsuri? Surf-Dojo? Ein Dojo ist eine Anlage, wo Kampfsportarten wie Karate trainiert werden. Im Surf-Dojo wird also Surfen trainiert. Das hier ist nicht Tokio, sondern ein Gebiet namens Präfektur Chiba. Das ist nämlich der Shipping-Name von Chef und Kiba. Chiba. Nicht Cheap. Ich habe das Essen mit Stäbchen geübt, bevor ich nach Japan gekommen bin. Sie sind wirklich praktisch. Okay. Alles klar, der Tsurigasaki-Surfstand ist bei Surfern aus aller Welt beliebt. Du hast schon mit mir geredet. Ich rede mit meinem Freund Omo Chao. Ich bin übrigens auch Omo Chao. Ich kann fliegen, aber ich bin keine Drohne. Was bist du dann? Ich bin übrigens auch Omo Chao. Hast du schon von Karaoke gehört? Es ist eine Unterhaltung, die in Japan erfunden wurde. Ich bin gut in Karaoke. Glaube ich jetzt nicht. Habe ich mit dir schon gesprochen? In der Bucht von Tokio gibt es keine guten Wellen, aber hier gibt es umso tollere. Das toleriere ich. Sicher? Wow, es ist der Ozean, so groß und weit. Ich fühle mich hier großartig. Ist das Grand Blue Dreaming? Ich hoffe nicht. Hallo? Oh, yeah. Luigi und Tails, ich habe von euren Aktivitäten gehört. Wenn ich es richtig verstehe, ladet ihr eine spezielle Batterie auf, um Mario und Sonic zu retten. Das ist schon in ganz Tokio bekannt. Auch, ich finde auch Rosalina sieht nicht so schön aus. Ich finde die Prinzessin ja allgemein nicht so hübsch, aber... Rosalina, also ich finde die 3D-Models der Mario-Frauen echt nicht gut aussehend. Vielleicht ist es doch einfach realistisch und das ist ihre wahre Gestalt und ihre wahre Natur, aber ich meine jetzt mal... Ich finde Luigi zum Beispiel sieht aus wie Luigi, aber ich finde die Frauen, die sehen ein bisschen komisch aus. Ich weiß aber nicht warum. Ja, so ist es. Die Batterie ist schon fast vollständig aufgeladen. Aber wir müssen noch mehr aufladen. Wirklich? Nun, möchte dann vielleicht hier jemand im Surfen gegen mich antreten? Surfen. Die Zuschauer wären sicher begeistert. Surfen. Maria. Liebte Surf. Ja, wenn jemand Rosalinas Können gewachsen ist, wären die Zuschauer bestimmt ganz aus dem Häuschen sein. Und aus dem Höschen. Bananen-Ozean, seht mal. Ich lebe es hier am Strand. Es erinnert mich an unsere Tropeninsel. Aber ich, Shadow the Hedgehog. Kannst du zufällig gut mit einem Surfboard umgehen? Und wenn ja, würdest du gerne mit mir im Surfen antreten? Das wäre sicher ein toller Wettkampf. Ich liebe sie. Boah, ich schippe die beiden. Rosalina. Doselina. Das wird ein genialer Wettkampf werden und von den Zuschauerringen aus zusehen bringt die Leute zum Jubeln. Hey, mit meiner Banane erst recht. Ich bin DK. Banane hi. Wartet nur ab, sie werden vor Begeisterung ausrasten. Wieso macht Donkey Kong das Surfen? Hihi, da kommen ein paar tolle Wellen, die Zuschauer werden flippern. Und ich auch. Vor allem Rosalina schwebt auf dem Board wahrscheinlich. Das ist ja Cheaten. Besiege Rosalina im Surfen. Führe Tricks vor, um Punkte zu holen. Die Wertung der Teilnehmer basiert auf den Gesamtpunkten, die sie innerhalb des Zeitlimits holen. Drücke A, um zu einer Welle zu paddeln. Wellen sind unterschiedlich hoch und lang, also such dir eine gute aus. Neige das hier, um diese Richtung zu steuern. Drücke A, um einen Lufttrick auszuführen. Die Art des Tricks hängt davon ab, in welche Richtung du dit bewegst. Wenn die Superkraftanzeige voll ist, halte R gedrückt. Okay. Wenn die Welle überschlägt, kannst du auf ihrer Kante mitreiten. Diese Technik nennt man Floater. Ich wollte noch mehr wissen. Ich bin gespannt, ich werde es eh nicht schaffen. Das ist wie bei Skateboard, das ist ein bisschen schwerer wahrscheinlich dann. Du kannst in die Röhre einer überschlagenen Welle surfen und einen Tube Ride ausführen. Neige dünne, um das Gleichgewicht zu halten und mehr Punkte zu holen.
Mit einem Supertrick aktivierst du den Turbo-Modus. Mit diesem Modus holst du mehr Punkte, doch du bewegst dich auch schneller, also pass auf. Ja, muss man ausprobieren. Muss man ausprobieren.